Welcome to Copenhagen. Ich bin jetzt seit genau, weiß nicht, warum ich das mache, ich habe gar keine Uhr oben, seit genau gefühlt 15 Minuten in Kopenhagen und guess what, ich möchte herziehen. Really? Wir sind angekommen und ich gebe euch eine ganz kurze Roomtour. Das ist unser Zimmer, hier rechts ist gleich das Badezimmer. Es ist wunderschön sauber, die Dusche sieht einfach himmlisch aus. Es ist klein, aber fein. Man hat hier eine kleine Küchenecke, Bett, einen bequemen Sitzbereich und Tisch zum Arbeiten, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Und Blick auf die wunderschöne Straße. Wir gehen jetzt Abendessen zu Apollo Bar und das ist mein Outfit of the Night. Ich bin irgendwie erledigt vom Zugfahren, deswegen konnte ich gerade nicht klar denken, aber ich hoffe, es macht irgendwie Sinn. Ich trage das Top von Essentials for Sula, dann die Hose ist eine alte Hose, die gibt es sowieso nicht mehr, von einem Fast Fashion Label. Dann eine Tasche von Metanet, meine Birkenstock-Schuhe und das ist das Wool Wrap Top von der Slow Label, nur nicht aus Wolle. Wir testen gerade eine vegane Version. I think she's smelling the water, but she thinks... Fish. Oh, fish. I'm like, what is she smelling? Mein Outfit des Tages. Ich habe diesen Rucksack mit dabei. Den habe ich mir vor Ewigkeiten, ich glaube damals war ich 16 oder so, in Spanien gekauft und habe ihn vor kurzem wieder neu entdeckt und finde ihn echt super für so Städtereisen. Dann trage ich ein Top von Coast, das habt ihr in meinem Packing-Video vielleicht schon gesehen. Ein Hemd von der Slow Label, das kommt in ein paar Wochen. Das liebe ich gerade an so kalten Tagen wie heute. Es ist in der Sonne heiß und im Schatten kalt und deswegen braucht man irgendwie sowas zum drüberwerfen, das aber auch nicht zu heiß ist. Dann trage ich eine Levi's Jeans, die ist mir leider um einiges zu groß. Also meine Mission heute ist, vielleicht in einem Vintage Shop eine passende zu finden. Und Birkenstock, die veganen Arizona Birkenstock. Dann mein Schmuck ist von Anna Inspiring Jewelry, also meine Ketten. Dann habe ich meinen Verlobungs- und Ehering oben. Und die Armbänder sind von Bruna, Anna und das weiß ich jetzt nicht, das schreibe ich euch unten hin. Und die Ohrringe schreibe ich euch auch unten hin. Ich werde euch alles unten verlinken. Das ist der einzige Schmuck, den ich mit habe. Also da muss ich es nicht jedes Mal zeigen. Dann wisst ihr es jetzt gleich. Ja, der Plan ist, dass wir jetzt erstmal durch die Stadt spazieren. Wir haben schon sehr Hunger. Scott hat heute früh ein bisschen gearbeitet, deswegen waren wir jetzt noch nicht draußen. Und wir würden uns irgendwie gerne ein Frühstück holen, vielleicht bei Atelier September. Das habe ich schon öfter in diversen Reiseblogs gesehen. Und dann würden wir voll gerne zu Norebro spazieren. Scott, is this how you pronounce it? You've been here before. Norebro? Yeah, I think so. Norebro. In America, Norebro. In America, Norebro. Ja, wir werden es wahrscheinlich herausfinden im Laufe des Tages. Genau, dann werden wir dorthin spazieren, die Gegend erkunden. Dort gibt es eine große Hundezone, da werden wir die Ellie laufen lassen. Und dann gibt es dort eine Bäckerei, wo es Cinnamon Buns gibt und ein Kaffeehaus, das heißt, glaube ich, April. Das soll auch sehr gut sein. Dann wollen wir voll gerne zu einem Print Shop gehen, der heißt Curated Copenhagen. Das kennen Sie vielleicht von Instagram. Die haben nur 2 Tage die Woche offen und heute ist einer der Tage. Und wir wollen voll gerne vielleicht was für die Wohnung kaufen. Und das ist so ungefähr der Plan. Alles andere wird sich ergeben und ich werde euch dann einfach zeigen, was wir tun. Wir waren jetzt gerade in der Straße Brettgade, wenn man das so ausspricht. Da gibt es extrem tolle Interior Stores. Ich werde euch ein paar Fotos einblenden. Ich bin einfach gestorben. Es war einfach. Ich habe mein Leben nicht mehr gepackt. Ich weiß jetzt, woher all die coolen Blogger, denen ich folge, ihre Inspirationen hernehmen. Weil literally everything in Copenhagen ist einfach ein Traum. Ja, ich packe mein Leben gerade nicht so ganz. Aber ich erhole mich. Wir sind jetzt weg von diesem District. Ich habe nicht mehr vor, Zehntausende von Euros für Möbelstücke auszugeben. Und wir gehen jetzt in Richtung Frühstück, weil wir haben echt schon Hunger. Oh my god. Look at this shelf back there. Just the color of the wood with the white
everything. Oh, you can't even see. Oh, my shit. Also, this chandelier is cool. Oh my. So, das Essen war sehr gut. Es war ziemlich teuer. Die Portionen sind halt recht klein und wir haben irgendwie 28 Euro für zwei kleine Frühstücksspeisen und ein ganz, ganz kleines Getränk gezahlt. Aber ja, ich habe gehört, das ist einfach typisch in Kopenhagen. Jetzt gehen wir durch den King's Garden und gehen in Richtung Time's Up Vintage. Das ist ein Vintage-Store, den habe ich in einem Video von Viviana das Make-up, also The Anna Edit heißt sie jetzt, gesehen. Sie hat einen Kopenhagen-Vlog gefilmt und da war das drin. Und es hat sehr gut ausgeschaut. Also schauen wir da jetzt hin und vielleicht am Weg noch in andere Shops. Das Gott möchte gerne etwas kaufen. Und vielleicht ich auch. Wir haben in diesem Shop gerade ein paar Schüsseln gekauft, die holen wir später ab. Und zwar zwei große und zwei kleine für Müsli. Und zwar heißt es Studio R54. Okay, das Scott hat mich gerade darauf hingewiesen, dass wir nicht in Norrebro sind, wir sind in Osterbro. Also genau an der Grenze, glaube ich. Wir sind jetzt gerade in einer Hundezone, die ist total schön, weil es gibt ganz viele so Hügel und Baumstämme und alles Mögliche. Und es ist grün, echt sehr schön. Und haben uns eben gerade so in einem Keramikshop was gekauft. Das müssen wir dann später abholen gehen. Und jetzt gehen wir zu Juno the Bakery. Dort soll es ganz gute Cinnamon Rolls geben. Und dann weiter zu Curated Copenhagen. Das ist ein Print Art Shop, den ich schon lange auf Instagram verfolge. Und genau, da schauen wir dann vorbei. Und dann haben wir eigentlich nicht wirklich was vor. Das Gott hat dann ein paar Meetings. Wir werden dann wieder zurück zum Hotel gehen und uns für den Abend fertig machen. Aber ich erzähle euch dann später, wo wir hingehen. Es wird bestimmt ganz besonders. Ich freue mich schon. Wir gehen jetzt Abendessen und ich trage ein Kleid von Esme Studios und eine Jacke von Closed, Schuhe von Edie und eine Tasche von Metanet. That music just came from. Oh, the elevator. Oh, Tag war eher erfolglos. Wir hatten ein nicht so gutes Frühstück. Wir gehen jetzt Abendessen. Dann waren wir shoppen. Scott hat sich ein paar Sachen gefunden. Ich werde euch so die Shops, die er empfehlen kann, für Männer unten verlinken. Ich weiß nicht, ob alle davon nachhaltig sind. Ein paar vielleicht schon. Und dann haben wir geschlafen im Bett, weil wir so müde waren. Wir waren Mittagessen bei Slurp Ramen, das habe ich euch eh gezeigt. Und jetzt geht es Abendessen zu Lade 609. Das ist in Garden, glaube ich, heißt das. Das ist so in einem Outdoor-Komplex. Keine Ahnung. Ich werde es euch dann zeigen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet.
Morgen, wir sind jetzt gerade am Weg zu Reffen. Das ist so ein Food Market. Und dort ist auch Lily Bakery, glaube ich. Das ist eine recht gute Bäckerei angeblich. Und da gibt es auch alle paar Wochen einen Markt. Die Gegend hier ist total nett. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr zu Reffen geht. Das ist der Markt hat, glaube ich, jeden Sonntag offen. Hinzuspazieren von der Altstadt oder von der Innenstadt, weil der Weg ist echt total schön und es ist so ein bisschen residential. Also es wohnen sehr viele Leute hier, es sind echt coole Häuser hier, coole Wohnungen. Wirklich sehr schön. Das Essen gestern war super. Ich habe euch auf Instagram in meinem Story Highlight für Kopenhagen auch eine Review abgespeichert. Also es hat irgendwie nur 40 Euro pro Person gekostet. Sie haben vegane Speisen angeboten, sie waren super nett. Wegen der Ellie, sie haben mir eine Decke gegeben und eine Biene. Ja, sie haben sogar der Ellie ein Trinken und eine Decke gegeben, ohne dass wir danach gefragt haben. Also es war echt sehr schön. Lade 609 hat es geheißen. Und es war eben in diesem Outdoor-Komplex, wo noch andere Bars und Restaurants sind und so weiter. Also es war echt total nett. Also hier ist die Film School of Denmark und das sieht irgendwie aus wie die Fashion School. Wir sind uns nicht ganz sicher, aber ja, scheint so ein bisschen so ein Uni-District zu sein. Muss ich mir online mal durchlesen. Wir haben da gerade dieses Hotel am Wasser gefunden und es schaut total schön aus. Man kann da einfach so reinschauen bei diesen Fenstern. Die Möbel sind echt schön und die Lage ist einfach logischerweise ein Traum direkt am Wasser. Muss ich mir mal anschauen, wie viel das kostet. Vielleicht fürs nächste Mal. So, und am Weg zu Reffen ist auch die Noma, falls ihr das kennt. Das ist ein sehr bekanntes Restaurant. Ich würde total gerne dort essen, aber es ist ein bisschen out of my price range. Und es ist auch natürlich schwer, glaube ich, einen Tisch zu bekommen. Scott, was Noma ever in Chef's Table? Because I feel like I've seen it there, but I'm not quite sure. Jedenfalls, falls ihr Foodies seid und gut essen gehen wollt, ich habe bis jetzt nur Gutes gehört, also könnt ihr dort mal vorbeischauen. Aber wir stellen euch hoffentlich in diesem Vlog einige Alternativen vor, die etwas günstiger sind. Seht ihr dieses Gebäude da hinten? Das ist auf der Rückseite eine Skipiste. Und es gibt auch eine Kletterwand auf der Vorderseite hier. Das heißt Copen Hill. Guten Morgen, wir hatten gestern, wie ihr gesehen habt, diesen Burger. Ich gebe euch immer am Tag danach, habe ich das Gefühl, das Update, wie es war, aber funktioniert ganz gut für mich. Ich schlafe in der Nacht drüber und dann weiß ich, was ich sagen möchte. Also, ich fand es nicht so gut. Mir hat auch eine Followerin geschrieben, dass ihr danach tatsächlich übel war und mir war da zwischendrin, also während dem Essen schon irgendwie übel. Es war extrem versalzen. Also versalzen. Es war einfach sehr salzig, obwohl ich salzig sehr gerne esse, aber für meinen Geschmack war es sogar zu salzig. Und die Pommes waren ganz gut, aber wie gesagt, sehr salzig. Der Burger, der vegane, sie haben zumindest eine vegane Option gehabt, war leider, irgendwas war nicht so gut darin und mir war es irgendwie übel beim Essen. Scott fand seinen auch nicht so gut, er hat einen Fleischburger gegessen. Kann ich nicht so richtig empfehlen. Heute ist Scotts Geburtstag und wir werden jetzt mal frühstücken gehen und dann die Ellie bei einer Freundin vom Scott abliefern, weil wir danach kajaken gehen mit Green Kayak Tours. Das ist eine Organisation, die ermöglichen den Leuten gratis kajaken zu gehen, wenn man während dem Kajaken Müll einsammelt. Ich glaube, man bekommt einen Plastiksackerl und so eine Müllgabel oder wie man das nennt und sammelt während dem Kajaken Müll ein. Also ich bin voll gespannt und es beginnt am Strand. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich schreibe es euch hier hin.
Amager Strand, keine Ahnung. Und dauert circa, glaube ich, 1,5 Stunden und es sollte wahrscheinlich regnen heute, deswegen habe ich mich jetzt gerade irgendwie gar nicht hergerichtet, sondern bin einfach nur in meiner Sportkleidung, trage von Girlfriend Collective die Kleidung und ein T-Shirt, oben steht ganz viel Amore von Radu Studios und den Inside Out Sweater und damit gehen wir jetzt los. Und ich werde die Kamera nicht mitnehmen, weil sie fast leer ist. Ich habe vergessen, sie aufzuladen. Aber ich nehme mein Handy mit und filme euch das so mit. So, ich filme jetzt mit meinem Handy, weil die andere Kamera ja im Hotelzimmer ist. Die Ellie ist bei einer Freundin. Wir sind jetzt beim Amager-Strand. So spricht man ziemlich aus. Man sagt die letzten 3 Buchstaben nicht. Hat uns zumindest unsere Freundin gesagt. Und es schaut echt total schön aus. Es ist zwar sehr bewölkt, es regnet aber nicht. Hier sollte auch irgendwo in der Nähe eine Hundezone sein, also vielleicht kommen wir nochmal mit der Ellie her. Aber ich zeige euch dann, wie es beim Kajaken aussieht. Es ist auf jeden Fall bei diesem Nature Center. Dort holen wir die Kajaks ab. Es ist echt nicht so leicht, Müll hier zu finden. Es ist alles so sauber. We're gonna go back with like no trash. We found a little bit of candy wrapper. That's it. Wir sind nach Helsingør gefahren mit einem Share Now, mit einem Elektroauto. Das ist echt cool. Alle Share Nows hier sind irgendwie Elektroautos oder fast alle. Und fahren jetzt mit der Fähre rüber nach Schweden, weil Ellies Schwester, die auch in Thailand adoptiert wurde, ist nach Schweden gegangen und wir werden sie zum ersten Mal treffen. Und ich hoffe, sie können sich aneinander erinnern. Ja, you're on a boat for the first time. Look at that. Wir haben da hinten auf einem Parkplatz geparkt und sind jetzt zur Fähre gegangen. Es hat 170 Kronen gekostet. Und dauert ca. 20 Minuten. She's so focused. Who's there? Oh, he's so cute! Hallo aus Connecticut. Ich bin gerade bei Scotts Familie. Das war so unsere Reise nach Kopenhagen. Aber ich wollte das Video ein bisschen noch vervollständigen, weil ich habe das Gefühl, es fehlen ein paar Infos, damit das alles Sinn ergibt. Und ich habe auch einige Fragen von euch bekommen auf Instagram, unter anderem während der Reise, die ich euch gerne ganz kurz beantworten möchte. Und zwar einmal Zugfahrt. Wir sind mit dem Zug gefahren. Es geht voll einfach von Berlin nach Kopenhagen mit dem Zug zu fahren. Es dauert irgendwie so 6 Stunden. Man fährt zuerst nach Hamburg. Das dauert, glaube ich, 1,5 oder 2 Stunden. Dann ein ganz kurzer Aufenthalt und dann ein Zug nach Kopenhagen und der Zug ist so schön. Ich kann euch das wirklich empfehlen, nicht hinzufliegen, sondern einfach mit dem Zug zu fahren. Man ist in einem Unterwassertunnel und dann kommt der Tunnel irgendwie so rauf und man ist wirklich umgeben von Wasser auf einer Brücke quasi. Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig beschreibe, aber jedenfalls hat sich so angefühlt. Und es war einfach eine echt sehr schöne Zugfahrt und voll unkompliziert. Und dann, ihr habt es richtig gesehen, ich war mit der Ellie unterwegs. Der Grund, weshalb wir nach Kopenhagen gefahren sind, unter anderem, weil Kopenhagen natürlich traumhaft schön ist, aber auch, weil wir mit der Ellie verreisen wollten und irgendeine hundefreundliche Stadt gesucht haben, wo wir mit dem Zug hinreisen können. Und Kopenhagen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option. Und genau, wir haben die Ellie mit dabei gehabt. Das war eigentlich kein Problem. Es war voll easy mit dem Zug. Es war im Hotel kein Problem. Das Hotel, das wir gefunden haben, erlaubt Hunde. Und es war eigentlich ja in der Stadt voll easy. Es gibt viele Hundezonen. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, in Kopenhagen sind einige Restaurants nicht sehr hundefreundlich. Also im Sommer geht's. Man kann draußen sitzen, da ist alles erlaubt. Aber drinnen sitzen ist in fast allen Restaurants ein Problem. Wir hatten die Ellie bei Mass zum Beispiel nicht dabei. Und bei den anderen Restaurants, manchmal machen sie eine Ausnahme, aber meistens muss man wirklich draußen sitzen. Und es gibt auch so Heizkörper, es gibt auch so Heatlamps, weiß ich nicht, wie das heißt.
Und ja, das ist eigentlich so die einzige Option. Was voll schade war natürlich, ich kenne das aus Berlin nicht so, aber ja. Und natürlich dürfen Hunde auch nicht in Museen und in so kulturelle Einrichtungen. Das heißt, wir konnten eigentlich sehr wenig bis gar nichts Kulturelles machen. Wir waren zum Beispiel nicht im Louisiana Museum und im Design Museum, was ich eigentlich voll gerne sehen wollte. Aber das machen wir einfach beim nächsten Mal, wenn die Ellie mal nicht mit dabei ist. Next up, fragt ihr euch vielleicht, ob ich eine Jeans gefunden habe? Nein. Ob wir was bei Curated Copenhagen gekauft haben? Nein. Ich habe eigentlich so gut wie gar nichts eingekauft. Ich weiß nicht, Städtereisen machen mich irgendwie sehr müde und Shopping macht mich noch müder. Und deswegen habe ich irgendwie so sehr viel gegessen, die Zeit genossen und, glaube ich, gar nichts eingekauft. Natürlich finde ich es irgendwie schade. Ich hätte voll gern so ein Poster gekauft bei Curated Copenhagen. Die kosten alle so um die 200 Euro, sage ich jetzt mal so. Also recht teuer eigentlich. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich habe mir Fotos gemacht von den Postern und vielleicht kaufe ich sie auch online. Ich habe das Gefühl, ich habe auch bei vielen Restaurants keinen Kontext gegeben. Ich habe euch gezeigt, was wir gegessen haben oder wie es ausgeschaut hat. Aber ich habe wenig dazu gesagt. Also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mein Instagram Story Highlight zu Kopenhagen anzuschauen. Da gibt es ganz viele Reviews, ganz viele weitere Infos. Und ich habe auch einige Tage in diesem Vlog nicht gefilmt, weil ich es einfach genießen wollte und habe aber dafür auf Instagram einige Stories gemacht und im Highlight abgespeichert. Also falls ihr wirklich eine Reise plant und mehr Infos wollt, dann findet ihr dort auf jeden Fall mehr Kontext und mehr Infos und Reviews. Also wir waren zum Beispiel dann noch im Amas-Restaurant, wir waren bei Based. Das ist ein ganz gutes italienisches Restaurant. Wir haben einiges gemacht, was ich in diesem Video eben nicht gefilmt habe. Und dort findet ihr auf jeden Fall alle Infos in einem Highlight. Das Wiedersehen mit Ellies Schwester habe ich euch auch nicht viel dazu erzählt. War sehr, sehr schön. Wir waren zwar irgendwie so an einem Highway, in einer Highway-Hundezone, also es war irgendwie so mitten im Nirgendwo. Aber es war auf jeden Fall sehr schön. Wir hatten ein Picknick mit der Besitzerin, sie war so nett und auch ihr Mann ist auch Amerikaner. Also wir haben uns da ein bisschen connected und Ellies Schwester ist total schön, total süß, sehr schüchtern. Bisschen anders als die Ellie vom Aussehen her, aber man sieht auf jeden Fall die Gemeinsamkeiten. Und sie haben sich ein bisschen wiedererkannt. Also die Reaktion war anders als bei anderen Hunden, auf beiden Seiten. Aber es war jetzt kein, oh mein Gott, du bist meine Schwester, so wie sie es mit Chang, also mit ihrem Bruder macht. Ja, aber es war sehr, sehr schön und die Reise war auch voll unkompliziert und mit der Fähre war das voll schön. Es sind nur 20 Minuten bis nach Schweden rüber von Helsingør und ja, das war sehr schön. Dieser Vlog endet am Mittwoch. Am Donnerstag sind wir dann mit einem Mietauto von Sixt runtergefahren nach Möhn oder in die Nähe von Möhn. Und zwar habe ich dort voll spontan, voll zufällig eine Camping-Experience gefunden. Es ist so Farm-to-Table, also Farm-to-Table, Outdoor, Camping, Experience. Und zwar heißt es Babo Woods. Das war auch sehr toll, sehr adventurous. Wir sind deswegen hingefahren, weil wir auch so ein bisschen die Countryside von Dänemark sehen wollten und weil wir gern bei Møns Klint wandern wollten. Das ist so eine Region im Südosten von Dänemark, wo es ganz steile Klippen gibt und man spaziert da so die Stiegen runter und dann am Strand entlang, die Stiegen wieder rauf und dann im Wald wieder zurück. Also viele Leute gehen einfach nur die Stiegen runter und rauf. Wir sind aber wirklich die Runde gegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das waren. Es war recht lange, so 4 Stunden, aber es war wirklich, wirklich schön. Und ein toller Tagesausflug. Ich muss sagen, 3 Nächte bei Babo Woods war ein bisschen zu viel, weil es ist wirklich ein bisschen adventurous. Es gibt überall Nacktschnecken und Spinnen und alles Mögliche. Und die Zelte, zumindest das Zelt, was wir hatten, konnte man nicht ganz schließen. Das heißt, die Öffnung ist immer auf und zugegangen. Es hat geregnet.
es war einfach ein bisschen ein Abenteuer. Also mir hat es nichts ausgemacht eigentlich, aber drei Nächte waren schon ein bisschen viel. Das Essen war super gut, sie bauen ihr Gemüse und Obst vor Ort an und machen das wirklich frisch für dich. Die Besitzer sind unter anderem auch Köche und kennen sich sehr gut aus in der Küche und machen echt super gutes Essen. Also es war sehr schön, es gibt nur Natural Wines und es ist einfach wirklich sehr, ja, sehr cool. Sie haben auch ein Restaurant in Kopenhagen, das heißt Baby Babo oder Barboria. Ich glaube, sie haben es umbenannt, falls ihr es nicht dorthin schafft, aber trotzdem was von ihnen probieren wollt. Da kommt auch sehr viel des Gemüses von ihrer Farm bei Babo Woods. So, das ist alles. Wie gesagt, schaut es wirklich mein Highlight an. Ich glaube, das macht viel mehr Sinn als der Vlog. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr einen guten Einblick bekommen habt. Und jetzt die Hauptfrage, die ihr euch wahrscheinlich stellt nach meinem tollen Zitat. Everything about Copenhagen ist einfach ein Traum. Ich kann mir vorstellen, dorthin zu ziehen. Es ist echt eine schöne Stadt. Sehr sauber, erinnert mich ein bisschen an Wien. Auch von der Größe her ist es sehr ähnlich wie Wien. Ich glaube, es hat ungefähr gleich viele Einwohner wie Wien. Es ist sehr jung im Vergleich zu Wien. Ich finde, Wien ist ein bisschen mehr so altmodisch, ältere Leute. Kopenhagen ist mehr contemporary, sehr viele junge Kunststudenten und so weiter. Es ist sehr, sehr künstlerisch irgendwie, habe ich so das Gefühl, wenn ich das beurteilen kann. Es ist halt am Meer, was auch sehr schön ist, aber es ist ein bisschen mehr nördlich, also es ist kälter. Das ist meine Pros- und Cons-Liste in meinem Kopf, die gerade so herumschwirrt. Die Sprache ist natürlich auch so ein Problem. Ich spreche kein Dänisch. Es ist nicht so international wie Berlin. Also die Leute sprechen nicht so viel Englisch. Also es sind nicht so viele Engländer oder Amerikaner oder einfach Leute aus anderen Ländern. Zumindest konnte ich das so einschätzen. Und auch die Freundin von uns, die dort wohnt, sie ist Amerikanerin und sie meinte, dass der Hauptteil ihrer Freunde sind Dänen. Und es ist echt schwer, irgendwie so in einen Freundeskreis reinzukommen, weil sehr viele Leute halt sehr eng verstrickt sind und das ist halt der Unterschied zu Berlin. Aber es ist sehr kinderfreundlich, also falls wir mal Kinder haben, ist es auf jeden Fall eine europäische Stadt, in der man sehr gut mit Kindern leben kann und auf jeden Fall im Vergleich zu Berlin. In Berlin kann ich mir das irgendwie nicht ganz so vorstellen. Ja, das ist so, ja, wie gesagt, die Pros und Cons Liste, die in meinem Kopf herumschwirrt. Ich werde jetzt das Video beenden und ihr könnt es mir mal in den Kommentaren hinschreiben, ob ihr auch schon mal in Kopenhagen wart, wie euch die Stadt gefällt und ob ihr auch danach das Gefühl hattet, dass ihr unbedingt hinziehen wollt. Ob wir hinziehen, wird sich noch ergeben. Aktuell sind wir sehr happy in Berlin. Wir haben super tolle Freunde in Berlin. Wir wollen eigentlich gerne dort noch bleiben. Auf lange Sicht gesehen, eventuell nicht. Eventuell nicht Berlin. Mal schauen, ob es Kopenhagen wird. Aber ja, ich gehe jetzt mal. Es ist aktuell Hurricane-Warnung bei uns und wir warten so auf das Unwetter. Deswegen werde ich mal das Video hochladen, bevor der Strom ausgeht. Sehe ich dann vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche wieder, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, ein Video zu filmen.